Willkommen. Thema dieses Videos ist die Kündigung Schwerbehinderter und zwar konzentriert auf die ordentliche Kündigung. Sie wissen, es gibt auch immer die Möglichkeit der außerordentlichen Kündigung, auch bei Schwerbehinderten. Aber das ist nicht Thema dieser Mindmap, sondern möglicherweise einer anderen. Wir sprechen jetzt erstmal über die ordentliche Kündigung und die Rechtsgrundlage ist hier das SGB 9, das man früher das Schwerbehindertengesetz nannte und dann irgendwann mal integriert wurde in diese Reihe der Sozialgesetzbücher. SGB 9 ist die Rechtsgrundlage. Und das wesentliche Element der Kündigung eines Schwerbehinderten ist die Zustimmung des Amtes. Man braucht also, um einem Schwerbehinderten zu kündigen, von einer anderen Instanz die Zustimmung. Obwohl das Unternehmen die Entscheidung getroffen hat, ist es das Amt, das dem zustimmt. Ja, interessante Konstellation. Ja, ein privatwirtschaftliches, eigentlich angeblich freies, sich in einer relativ freien Wirtschaft bewegenden Unternehmens muss, wenn es einem Schwerbehinderten kündigen will, die Zustimmung einer sogenannten staatlichen Behörde einholen. Und das Amt ist hier das Integrationsamt, also genau genommen ist die Zustimmung des Amtes die vorherige, ja, also ehe man die Kündigung überhaupt schreibt, ausspricht in Gänsefüßchen, braucht man die vorherige Zustimmung des Integrationsamtes. So heißt das Amt. Das Integrationsamt. So, und die Rechtsgrundlage ist hier, nehmen wir es auch noch mit auf, Paragraph 168 folgende SGB 9. Ich glaube, hier ist es speziell der 169, aber schauen Sie es nochmal nach. Ja, 168 folgende umfasst das ja. So, und wenn nun ein solcher Vorgang das Integrationsamt erreicht, dann muss das Integrationsamt entscheiden. Und wir betrachten das jetzt aus Sicht des Arbeitgebers, das Vorgehen des Integrationsamts aus Sicht des Arbeitgebers, denn das ist die einzig relevante Frage hier. Was muss der Arbeitgeber machen? Wie ist das Vorgehen, also Vorgehen des Integrationsamtes? Das ist das, was der Arbeitgeber, der die Kündigung des Schwerbehinderten machen möchte, wissen muss. Und das schauen wir uns an. Und zwar geregelt im Paragraph 168 SGB 9. Und das sind nun verschiedene Schritte. Da ist einmal A, schriftlicher Antrag liegt vor. Ja, also dem Integrationsamt liegt der schriftliche Antrag vor, aus Sicht des Arbeitgebers. Er muss das Ganze in die Schriftform bringen und in Form eines Antrags. Das heißt, er unterwirft sich quasi, immer wenn man Anträge stellt, ist das so eine Art Unterwerfungsakt. Ne? Das muss uns klar sein. Man beantragt etwas bei jemandem und schon durch die Beantragung unterstellt man, dass derjenige, bei dem man beantragt, irgendwo höher steht als man selber. Ja, und hofft dann, dass der das gnädig genehmigt, gnädigst genehmigt oder eben auch nicht. So, wir brauchen aber nicht nur den schriftlichen Antrag als Arbeitgeber, wir brauchen noch B, wir brauchen Stellungnahme. Und zwar Stellungnahme, auch alles schriftlich. Ne? Stellungnahme des Betriebsrats. Sie wissen, der Betriebsrat muss bei jeder Kündigung gehört werden. Dann der, der Schwerbehinderten, Behindertenvertretung. Der Schwerbehindertenvertretung, wenn es so etwas gibt. Und das muss
ist eingeholt. Also zusammen mit dem Antrag hier, schriftlicher Antrag, muss auch eingereicht werden die Stellungnahme, und zwar vom Betriebsrat, wenn vorhanden, und von der Schwerbehindertenvertretung, wenn vorhanden. Nicht in allen Unternehmen gibt es einen Betriebsrat und nicht in allen Unternehmen gibt es eine Schwerbehindertenvertretung, aber wenn es sie gibt, muss man eine Stellungnahme einholen. Und C, Schwerbehinderte wurde gehört. Ja, das ist alles, ehe überhaupt die Kündigung geschrieben wird. Ja, das ist alles vorher. Ja, also der Schwerbehinderte erfährt schon relativ früh, dass da eine Kündigung unterwegs ist, weil er gehört werden muss. So, und dann, was ist denn überhaupt das, die Aufgabe des Integrationsamts? Schreibt mal Auftrag. Auftrag oder Haltung, was hat man sich hier gedacht? Integrationsamt muss auf gütliche Einigung hinwirken, wie man immer so schön sagt. Hinwirken. Also das ist die Aufgabe, die der Gesetzgeber dem Integrationsamt gegeben hat. Also jetzt hier nicht streitig vorzugehen, das wäre das Gegenteil, streitig vorzugehen, sondern zu schauen, dass man irgendwo eine Einigung erzielt, wo alle mit leben können. Ja, und die Interessen des Schwerbehinderten natürlich hier auch Berücksichtigung finden sollen. Das ist der Sinn auch natürlich, ne? Dass die Interessen des Schwerbehinderten, der eben dann aufgrund seiner Situation als besonders schutzbedürftig gilt, dass seine Interessen hier berücksichtigt werden. Er hat also stärkere Rechte als der normale nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer. Allerdings, und das werde ich jetzt nur mündlich erläutern, kann man sich auf Schwerbehinderung erst berufen, nachdem das Arbeitsverhältnis 6 Monate gelaufen ist. Also ab dem ersten Tag nach den 6 Monaten vorher kann man das alles gar nicht machen. Also da hat man keine besonderen Rechte als Schwerbehinderte, sondern die Rechte als Schwerbehinderte treffen erst oder kommen erst zum Tragen nach diesem Zeitraum von 6 Monaten. So, jetzt, nachdem das also alles vorliegt und man hier diese ganzen Stellungnahmen eingeholt hat, eine Menge Arbeit für den Arbeitgeber, kommt die Entscheidung des Integrationsamtes. Ja, es soll ja eine gütliche Einigung möglichst erzielen und dann schauen wir mal, was das in der Praxis bedeuten kann. Einmal, wie lange dauert das? Der Gesetzgeber sagt, möglichst innerhalb eines Monates. Möglichst innerhalb eines Monates. Und die Rechtsgrundlage für die Entscheidung ist der Paragraph 171 SGB 9. So, schieben wir das noch da drüber, SGB 9. So, schieben wir das hier hin, damit es drüber steht. So, also innerhalb eines Monates soll eine solche Entscheidung dann getroffen werden. Und jetzt weiß man nicht, wie es ausgeht. Aber das Integrationsamt hat etwas, was die Entscheidung einschränkt. So ist das formuliert. Also das Integrationsamt kann jetzt auch nicht machen, was es will und vor allem auch nicht zugunsten des Schwerbehinderten machen, was es will, wenn der Arbeitgeber hier entgegenkommt. Und dieses Entgegenkommen besteht in Geld. Und zwar gibt es den Paragraph 172 SGB 9. Und dieser Paragraph 172 schränkt, wie ich gerade schon sagte, die Entscheidung
ein. Das heißt, das Integrationsamt wird dann doch Richtung Zustimmung zur Kündigung entscheiden, aber es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Nämlich vor allem, wenn noch 3 Monate das Gehalt weitergezahlt wird. Und in diesem Fall ist die Formulierung des Gesetzes, mal sehen, dass wir es hier rüberziehen, ist die Formulierung des Gesetzes, ich weiß nicht, ob ich es hier noch hinkriege, das Gehalt weitergezahlt wird. Nehmen wir es hier noch auf, ich weiß nicht, ob es noch passt. Hier sagt das Gesetz, speziell der entsprechende Paragraph, Gesetz, das Integrationsamt erteilt die Zustimmung. So, das bedeutet auf Deutsch, wenn der Arbeitgeber bereit ist, noch für 3 Monate das Gehalt des zu kündigenden Schwerbehinderten weiterzuzahlen, ist der Entscheidungsspielraum des Integrationsamtes so stark eingeschränkt, dass das Integrationsamt dann die Zustimmung erteilen muss, obwohl der Gesetzgeber hier nicht die Formulierung muss verwendet hat. Aber faktisch läuft es darauf hinaus. So, und dann muss man sich wirklich speziell mit dem Gesetz und auch mit der Praxis beschäftigen und auch mit den Leuten beim Integrationsamt. Ich versuche mal, das hier auf den Punkt zu bringen. Es gibt noch weitere Situationen, wo es dann heißt, Punkt, 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 dass das Integrationsamt, und jetzt aufpassen, soll die Zustimmung erteilen. Also, das ist das, was man verstehen muss. Den Rest muss man mit dem Gesetz behandeln und vor allem auch mit Praxiserfahrung, wenn man in dieser Situation ist. Es gibt also eine Sache, wenn das Gehalt weitergezahlt wird, heißt es im Gesetz, das Integrationsamt erteilt die Zustimmung. Das Wort muss wurde vermieden hier, aber faktisch läuft es darauf hinaus. Und dann gibt es das Wort soll, und das bezieht sich auf noch einige weitere Situationen, die hier beschrieben sind. In dieser hier 172 SGB 9. Und da kann es sein, dass das Integrationsamt die Zustimmung erteilt, weil es die Zustimmung erteilen soll. Ja, ob das faktisch so funktioniert, fehlt mir persönlich die Praxiserfahrung, weiß ich nicht. Ja, Sie sehen, das Ganze kommt wirklich drauf an. Ja, es kommt wirklich drauf an. So, eines müssen wir noch klären, nämlich die Kündigungsfrist. Die Kündigungsfrist, versuchen wir das hier oben hinzuziehen, und die Kündigungsfrist ist geregelt im Paragraph 169 SGB 9. Ich habe hier die neuen Paragraphen genommen. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass man hier die Paragraphen durcheinander geworfen hat. Also inhaltlich hat sich nichts geändert, aber die Zuordnung der Inhalte zu den Paragraphennummern hat sich geändert. Man hat dem Gesetz eine andere Struktur gegeben, was eben in Essenz zu anderen Paragraphennummern geführt hat. Der 169 ist also die neue Nummer für den alten Sachverhalt. Früher war das mal, ich glaube, 85. Mindestens 4 Wochen. Ja, Kündigungsfrist ist also mindestens 4 Wochen. Egal in welcher Konstellation der Schwerbehinderte da agiert. Allerdings, versuchen wir das auf eine querliegende DIN A4-Seite zu bringen.
Ja, Sie sehen, das ist sehr umfangreich und man kriegt es so gerade hier hin, dass man noch alles sehen kann. Allerdings, noch einmal sei betont, diese Schutzrechte für den Schwerbehinderten greifen erst ein, nachdem das Arbeitsverhältnis 6 Monate bestanden hat. Ich habe mich entschlossen, es doch nochmal zu erwähnen, weil das in der Praxis extrem wichtig ist. Also, wir haben gesehen, es geht bei 168 los, na, im SGB IX. Und wenn man dann weiterliest, dann kommt man zu diesem Paragraphen. Das ist der 173. Na, also diese Schutzvorschriften gehen bei 168 los und gehen dann über 169, 170 und so weiter. Und hier 173 sind die Ausnahme. Und die wichtigste Ausnahme ist die Vorschriften dieses Kapitels, ja, also vor allem diese Kündigungsregelung, gelten nicht für schwerbehinderte Menschen. Und hier kommt die wichtigste Ausnahme. Erstens, deren Arbeitsverhältnis zum Zeitpunkt des Zugangs der Kündigungserklärung ohne Unterbrechung noch nicht länger als 6 Monate besteht. Ja? Also der Schutz des Schwerbehinderten beginnt erst, wenn das Arbeitsverhältnis länger als 6 Monate bestanden hat. Das wollte ich doch noch mal erwähnen und ich nehme es auch in die Mindmap auf. Beachte Paragraph 173 SGB IX. Sie haben gesehen, da sind noch ein paar andere Ausnahmeregelungen. Das sind mehr so spezielle Sachen, können Sie sich ruhig mal durchlesen. Aber das Entscheidende, das für alle gilt, ist diese Regelung mit den 6 Monaten. So, damit haben wir wenigstens so einigermaßen alles auf einer DIN A4-Seite querliegend. So einigermaßen hier die Sache, die haben wir nicht mehr so richtig hingekriegt, ja, dass man alles wirklich so auf einmal sehen kann, ohne hin und her zu schieben. Aber es ist ja auch ein relativ umfangreiches Thema, wie Sie gesehen haben. Okay, das beachte, war die ordentliche Kündigung. Ja, es gibt auch noch die außerordentliche Kündigung des Schwerbehinderten, die ja, wie wir schon wissen, immer gelten muss. Eine außerordentliche Kündigungsmöglichkeit muss immer gelten, auch wenn jemand schwerbehindert ist, auch wenn jemand schwanger ist. Ja? Okay, aber das war's zu diesem Thema. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.